Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports. Das wäre der stark alte Mann aus dem Internet. Und ihr seht es, heute ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ich bin schon in der Garage und texte euch jetzt schon mal eine Kartoffel ans Ohr. Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte mir, ich probiere mal wieder was ein bisschen zu ändern in den Videos, weil nur das im Keller sitze oder in der Küche dann zu quatschen und über die Videos drüber, naja, ist vielleicht nicht so abendfüllend. Deswegen dachte ich, versuchen wir das mal wieder so. Mit weniger Geschnaufe und ich hoffe, es ist ruhig genug um mich herum. Ich sitze, wie gesagt, in der Garage. Sollte eigentlich gehen. Was liegt heute an? Das vorletzte Training für die Strongman DM der Pro League liegt an. Und geplant sind heute Yoke Walk mit 420 Kilo, Atlas Dome mit 150 Kilo und Giant Dumbbell möglichst mit 90 Kilo, aber auf jeden Fall mit 80 Kilo. Und dann auch mal die ein oder andere Rap hintereinander weg. Das ist der Plan für heute. Ich fühle mich relativ fit, wobei die drei Tage wieder arbeiten, haben die komplette Erholung des Urlaubs irgendwie schon wieder hingerockt. Ich bin schwer müde. Ich bin halt definitiv kein Frühaufsteher. Verdammte Axt. Ich meine, ihr könnt es wahrscheinlich relaten, Frühaufstehen ist bleh. Ne? Naja gut, was hilft's? Zu jammern, man muss halt einfach durch. Wo man auch durch muss. Nein, natürlich nicht, aber es wäre sehr nett von euch. Liken, abonnieren und die Glocke drücken. Ne? Das wäre ein Träumchen, wenn ihr mir ein Däumchen geben würdet. Ne? In diesem Sinne, haut mal in die Tasten. Ja, Kommentare auch immer wieder gern gesehen. Ja, was? Ich habe das Yoke jetzt schon mal so weit umgebaut von der Höhe. Das heißt, ich werde da jetzt gleich erstmal 320 Kilo draufstecken und damit ein bisschen durch die Walachei eiern, das heißt vor der Garage, und dann auf die 420 Kilo gehen und. Ja, das wird hart, vor allem bei den wunderbaren Temperaturen heute, aber ich freue mich trotzdem drauf. Das Yoke-Laufen war jetzt gar nicht so schlecht, fand ich, wobei ich nicht so richtig Stabilität in den Knien hatte heute, warum auch immer. Mag es die Hitze sein oder keine Ahnung. Hat auch gerade noch den Telekom-Techniker hier, muss ich mich nebenbei darum kümmern. Wieder ein neues Ärgernis, weil die Anschlussdose zu unserem Haus bei den Nachbarn liegt und die wohnen in Berlin. Das ist richtig toll, wenn die 300 Kilometer weit weg wohnen. Läuft. Mal gucken, ob wir das dann irgendwann wieder geregelt kriegen, dass das Internet vernünftig läuft. Ja gut, zurück von dem Problem zum Yoke. 320 Kilo Warm-up, gut. 420 Kilo, erste und zweite Satz, naja. Hätte schöner sein können, wie gesagt, Knie nicht ganz so stabil und naja. Okay, mag es die Hitze sein, wahrscheinlich. Und auch das schwere Training am Montag, generell die letzten Wochen. Es geht halt nicht spurlos vorbei. Und der dritte Satz war dann aber wieder 4x4 Meter, also 16 Meter. Und die waren gut. Und das stimmt mich auf jeden Fall positiv für die deutsche Meisterschaft. Wie gesagt, Regeneration ist jetzt angesagt. Freitag ist das letzte Training und dann schauen wir mal, was wir in Gera abreißen können. Jetzt baue ich für die Stones um. Oh, Freunde, ich sage euch, dieses Wetter, das ist sowas von böse. Aber die Stones liefen gut. Nicht ganz so gut, wie ich es mir gerne erhofft hätte, weil ich habe versucht, 5 Reps zu machen. Hat nicht ganz geklappt, aber es lief trotzdem gut. Und für das letzte Stone-Training kann man das so stehen lassen. Hab wieder mein Warm-up gemacht. Einmal 1, einmal 2 und dann ein Satz. Gib ihm heute. Das waren dann 4 Reps, die waren noch relativ zügig, denke ich. Ich habe es noch nicht selber gesehen, wie immer. Aber trotzdem bin ich ziemlich zufrieden, trotz der Hitze. Habe heute ein bisschen Magnesia noch unter die Sleeves gemacht, aber man schwitzt so stark. Es ist schon brutal. Ne? Da rutschen selbst die Dinger ein bisschen. Vielleicht auch Harz drunter machen, damit es noch besser hält. Aber auch da, wenn man so durch schwitzt, hilft auch irgendwann das Harz nicht mehr. Das ist einfach so, weil das mit dem Harz ist so eine Sache. Es ist ganz hilfreich. Kann aber auch tückisch sein und einen Versuch versauen. Das ist nur mal so als deiner Stone Advice. Gerade wenn es so warm ist, hat man zwar eine schöne Schicht Harz drauf, gerade wenn man dann Super Spider-Tiki oder sowas hat. Es kann aber sein, dass das dann zwar schön klebt, aber man unter dem Harz schwitzt und diese ganze Schicht einfach abrutscht. Ne, das ist dann, wenn man zu früh drauf macht zum Beispiel. Das ist dann sehr ärgerlich und das kostet dann halt auch mal einen Versuch. Manchmal ist halt einfach, gerade wenn man später dran ist, bei den Stones, schon so viel Harz dran an den Stein selber, dass man nicht mehr unbedingt was selber drauf machen muss. Ne? Nur mal so als Tipp. Boah, so, jetzt freue ich mich aber trotzdem, dass die Stones ganz gut geklappt haben. Und werde jetzt so ein bisschen Kurzhantel machen. Mal gucken, wie gut die läuft. Also das Wetter ist euch echt hart, aber ich sag mal, falls es beim Wettkampf auch so ein Wetter ist, weiß ich, was geht. Und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, oder?
Denke ich auch. Trainiert ihr manchmal auch bei so einem Wetter? Draußen, in der Sonne? Und quält euch richtig? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Ihr wisst es selber, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Dann gibt es Tage wie heute. Was an Tagen wie heute geht, geht immer, ist auch schön. Habe jetzt auch gerade die Kurzhantel gemacht, bis 70 Kilo nur. Muss aber auch dazu sagen, dass irgendwie die Luft bei mir gerade voll raus ist. Was zum einen natürlich mit der Hitze zu tun hat. Drei Disziplinen ist dann echt viel. Dafür liegen ja die anderen beiden Disziplinen sehr gut. Aber ich sag mal so, Akku leer. Ich habe jetzt drei mit 35, einen mit 55, einen mit 70. Der ist mir ein bisschen nach hinten weggedriftet. Das hat leicht in der linken Schulter gezogen. Ich will es jetzt aber auch nicht überreizen und mir da wieder was einfangen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach bleiben. Einmal 90 hatte ich ja in dieser Vorbereitung. Und ich sag mal so, jetzt heißt es erholen bis zum Wettkampf. Und dann wird das schon wieder. Das ist halt auch eine Sache, die muss man lernen, wissen, wann Schluss ist. Und das ist halt jetzt heute einfach blöde, weil auch das zwischendurch jetzt der Telekom-Techniker da war. Das ist halt manchmal so in der Real Life, holt er manchmal dann doch eine. Dann muss man auch mal das Training unterbrechen, dann war der Fokus so ein bisschen raus. Und die Nachrichten, die der Techniker hatte, waren jetzt auch nicht unbedingt sehr erbaulich. Und so wirklich funktionieren tut es jetzt auch noch nicht. Deswegen bin ich auch ein bisschen genervt und gefrustet gerade, was das angeht. Weil jetzt wird das noch ein bisschen dauern, bis das alles funktioniert. Ich denke mal, ihr könnt das nachfühlen, wie nervig das halt manchmal ist. Heutzutage kein Internet, das heißt kein Streaming, kein Fernsehen, Telefon geht nicht richtig. Ja, und so weiter und so weiter. Also, yippie-yay, es läuft. Naja, nichtsdestotrotz, ja, Training war gut. Joke war gut, Stones waren gut, Kurzhantel, ja, Akku leer, gut passiert, gibt Schlimmeres, ja, heißt es jetzt halt erholen und im Wettkampf das Maximum rausholen. Aber ich bin auch, ich habe auch echt heute einen sehr schlappen Tag, ich war auch den ganzen Tag auf der Arbeit schon sehr müde. Das warme Wetter fordert sein Tribut. Ihr seht es ja selber, hier läuft das Wasser runter, falls ihr es seht. Es ist heftig, es ist richtig heftig, deswegen lasse ich auch heute wahrscheinlich das Cardio weg, werde gleich nachher noch mal eine Runde mit dem Hund gehen, Senioren-Cardio machen, weil, wie gesagt, der Akku ist leer. Ja, das ist halt manchmal nicht so einfach. Das ist auch immer lustig. Ich weiß, ich habe das schon öfter mal gesagt, aber wenn zum Beispiel Leute mal sagen, guck mal, der ist erst Junior und macht schon dies und das und jenes. Ja, aber denkt mal nach, wie es euch ging, wo ihr 18, 19, 20 wart, wie viele Sorgen und Probleme ihr hattet. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt in meinem Alter seid, wie es dann aussieht, vor allem, wenn ihr vielleicht noch Kinder habt, einen geregelten Job und haufenweise Verpflichtungen, Termine, zum Beispiel mit Eigenheim und so weiter, dann sieht der Spaß schon anders aus. Da kann man nicht immer Tradafiti, gib ihm, trainieren, bis so ein Schwarz wird und einfach machen, machen, machen. Da hat man halt auch viele Dinge, die einem im Kopf rumschwören, die einem belasten, die einem den Fokus rauben und auch Energie rauben, vor allem Energie. Ist ganz krass. Ich meine, Familie ist natürlich ein Energieräuber, der auch toll ist, der gibt einem auch viel wieder. Aber man muss halt die Energie aufteilen. Ne? So, deswegen. Und dann natürlich generell noch das Alter. Ne? Mit 20, Mitte 20 regeneriert man noch wie ein junger Gott. Mit 30, 40, 50, da ist der Zug abgeformt, Regeneration. Da steht man morgens auf und ist 70 oder 80. Und wo jetzt gerade. Ich könnte jetzt instant einpennen. Richtig heftig. Ja, das ist nur mal so als kleiner Reminder, weil die Leute immer sagen, ja, der ist erst Junior und macht, ja. Ich habe mit dem Scheiß erst angefangen, da war ich schon für so gut wie 30. Ne? Deswegen, ich habe erst angefangen, wo es schwer geworden ist. Ne? Also es ist schlimm, wenn die Junioren nicht mehr machen. Gut, genug davon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, liken, abonnieren, Glocke drücken. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll. Ich gehe jetzt Bubu machen. Ah, und was essen.